Im Rahmen der diesjährigen BlizzCon kündigte Blizzard drei neue Helden an, die nach und nach Einzug in Heroes of the Storm halten werden. Neben neuen Skins und Fähigkeiten bringt der Held Cho'Gall eine spielerische Innovation in das Gameplay ein, die sich auf interessante Art und Weise auf den Spielfluss auswirken könnte. Bei Cho'Gall ist Teamwork gefragt. Der zweiköpfige Held wird zeitgleich von zwei Spielern gesteuert. Jeder übernimmt einen Kopf, der jeweils ein unterschiedliches Set an Fähigkeiten mitbringt. Auf der einen Seite steht Cho, ein zäher Krieger, der die Bewegungsrichtung vorgibt. Gall hingegen ist ein Assassine, der mit seinen hohen Schadensspitzen und Magiefähigkeiten seinen Gegnern ordentlich zusetzen kann. Diese duale Steuerung bringt neue taktische Möglichkeiten ins Spiel, die vor allem eins verlangen: eine genaue Absprache zwischen den beiden Spielern, die Cho'Gall steuern. Zwischen dem 17. November und 1. Januar könnt ihr im Ereignis Bruderhiebe den Häuptling des Schattenhammer-Clans für euch freischalten oder einem anderen Spieler den Zugang zu diesem Helden ermöglichen. Wenn ihr zwei Spiele mit Cho'Gall zusammen mit einem anderen Spieler gewinnt, der den Helden bereits besitzt, ist der zweiköpfige Riese für euch verfügbar. Wollt ihr einem anderen Spieler Cho'Gall zugänglich machen, müsst ihr zusammen 4 Siege erringen. Euch winken dabei 2200 Gold als Belohnung. Neben Cho'Gall wurden noch zwei weitere Helden angekündigt. Zum einen die Assassinen-Fernkämpferin Lunara und Graumene, ebenfalls Assassine und Anführer der Worgen. Graumene kann zwischen seiner menschlichen und wolfsähnlichen Worgengestalt hin und her wechseln. Genauere Informationen zu den beiden Helden und ihren Fähigkeiten stehen allerdings noch aus. Es wird spannend, wie die Spieler die ungewöhnliche Steuerung von Cho'Gall annehmen und auf welche Art und Weise sich diese Neuerung auf den Spielverlauf auswirken wird.